Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich war gerade das Auto abholen, den T5 von der Werkstatt. Ja, auf jeden Fall sehr heftig, dass das nur 2 Tage gedauert hat. Danke geht raus an Thomas Volt. Das hätte niemand so schnell hingekriegt. Vor allem wurde der Donnerstagnacht abgeschleppt. Am Freitag hat er schon angefangen, das ganze Auto auseinanderzunehmen. Beim Bulli kannst du nicht einfach den Sprit rauspumpen, da musst du erstmal den Tank komplett ausbauen. Das hat er dann alles gemacht. Heute ist Samstag, 2 Tage, also ein voller Tag. Und schon haben wir das Auto wieder. Falls ihr aus Paderborn kommt, dann müsst ihr unbedingt bei Thomas Bold vorbeischauen. Bold, Bollendoktor. Bester Mann. Momentan gibt es die BCAAs von TNT im Geschmack White Apple und ohne Mist, ne? Das sind bis jetzt die leckersten BCAAs, die ich getrunken habe. Vor allem mit bisschen Zitrullin, dann ist der Apfel noch säuerlicher. Und das schmeckt so lecker, ne? Ich könnte davon locker 50 Gramm am Tag trinken, so nice wie das schmeckt. Aber wollen wir nicht lange quatschen, ich muss jetzt los. Ich glaube, Arthur ist schon auf dem Weg. Das Wetter ist richtig schön. Frühling ist da. Und ich wollte morgen bei 81,1 Kilo. So leicht war ich noch nicht in dieser Diät. Gewicht geht also runter, Form wird besser. Und ich habe meine Kalorien angepasst. Ich bin jetzt bei 2100 bis 2200 Kalorien. Eiweiß ist immer noch oben bei 190 bis 200 Gramm. Fett ist immer noch so bei 50, 55 Gramm. Also 50 bis 55 Gramm. Und die Kohlenhydrate gehen immer weiter runter. Daran spiele ich eigentlich immer nur. Wenn ich meine Kalorien droppe, dann höchstens mit den Kohlenhydraten momentan. Schauen, was sich so ergibt in den nächsten Wochen. Ob ich da nochmal Fett ein bisschen einbüßen werde oder nicht. Aber so klappt es auf jeden Fall ganz gut. Mit den Ärmeln. Training ist jetzt durch. Wie fandest du die an? Ja, also ich habe heute ein bisschen weniger Volumen gemacht. Ich habe Beinpresse angefangen, dann habe ich Strecker gemacht und Beuger. Dann zwei Übungen waren. War gut, ich bin auf jeden Fall schwer gegangen bei der Beinpresse, um nochmal das ZNS ein bisschen zu stimulieren, damit ich dem Körper zeige, die Muskulatur bleibt da. Ja. Bei mir war es auch top. Und ja, was war eigentlich mit dem Auto los? Ja, Leute, was war los? Wir sind von der FIBO nach Hause gefahren. Wollten natürlich trainieren gehen nach der FIBO noch, weil wir es morgens nicht gemacht haben. Hatten richtig Bock nach der FIBO. Ich war richtig hyped. Was passiert? Zack, wollte das Auto nochmal voll tanken. Und bei 30 Litern merke ich, scheiße, Mann, das ist in diesem kein Super. Also ja, das Ding ist, wir tanken immer super bei unserem Auto. Und da hat Arthur einfach mal gedacht, komm, tank mal voll die Kiste. Und das Ding ist, das Auto war von meinem Vater und das war ein Diesel und kein Benziner. Da kriegen wir schon mal das Auto und dann passiert sowas. Das Ganze ist natürlich kein Ding. Ein Kollege von mir, Thomas, hat alles geklärt. Ja, also hab ich auch schon gesagt. Nach 2 Tagen war direkt das Props gegeben. Wieder fresh. Auf jeden Fall abchecken wollen, Dr. Willi Bold, ne? Falls ihr ein kaputtes Auto habt. Ja, das Gute ist auf jeden Fall, dass Arthur das Auto nicht gestartet hat, sonst wäre der Motor komplett am Arsch. Man müsste alles auswechseln und das wird dann auf jeden Fall im vierstelligen Bereich mindestens liegen. So wird das auf jeden Fall nicht so teuer. Deswegen alles halb so wild. Glück im Unglück, würde ich sagen. Ja. Was machen wir jetzt, beziehungsweise was machst du jetzt? Das sehen die doch, oder? Wer nimmt die Kamera? Genau, also. Nimmst du die oder ich? Nee, egal. Wer nimmt die Kamera rein? Arthur nimmt die Kamera. Wir sehen gleich, wer die Kamera nimmt. Wir sind jetzt vom Training zu Hause angekommen. Nach dem Training wurde geduscht und dann sind wir ganz schnell noch in. Wohin sind wir gefahren? Danach sind wir ganz schnell noch in Aldi gefahren, um ein paar Sachen zu holen, was wir jetzt essen. Ich habe jetzt 0 Kalorien drin und es ist gerade 19.48 Uhr.
Deswegen kann ich mir auch gleich noch eine Pizza gönnen und einen Döner. Der Döner wird natürlich selbst gemacht. Was haben wir alles gekauft jetzt gerade für den Döner? Als erstes haben wir hier Gyros Fleisch, eine Gyros Pfanne. 2,4 Gramm Fett auf 100, also geht übelst fit. Dann noch eine Paprika, kommt auch in den Döner rein. Dann haben wir Feldsalat, das kommt auch in den Döner. Dann haben wir hier noch einen Joghurt für die Tzatziki, selbst gemacht wird hier. Hier hat ein Käse, also aus Schafsmilch, die hat jetzt nur 9 Gramm Fett. Auch mega nice. Karotten und Fladenbrot. Dann haben wir hier noch einen Krautsalat. Und wenn ich mal was snacken will, hier Rosinenbrötchen und Hefeschnecken. Die haben übelst gute Macros. Die haben jetzt nur 2 Gramm Fett. Die haben 8 Gramm Fett. Das Fladenbrot haben wir einfach geviertelt, damit das einfach so aussieht wie eine Dönertasche. Dann kommt da gleich das Fleisch rein. Dann ein bisschen von diesem Feldsalat und natürlich der Weißkrautsalat. Ein paar Tomaten, ein paar Karotten, ein paar Paprika und das selbstgemachte Tzatziki auch am Start. Ich mache mir jetzt erstmal meinen Döner fertig und zeige den euch mal gleich, damit ihr so ungefähr sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Das Ganze sieht so aus. Essen ist jetzt aufgegessen. Also ich muss sagen, es schmeckt nicht genauso wie so ein Döner vom Dönermann, aber für die Macros, die man dabei hat, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. So sehen die Macros von dem Döner aus. 786 Kalorien, 79 Gramm Eiweiß, 71 Gramm Kohlenhydrate und 15 Gramm Fett. Auf jeden Fall mega kranke Nährwerte. Hat auch richtig gut geschmeckt. Macht euch den Döner mal, wenn ihr Bock auf einen Döner habt und keinen Bock habt, jetzt 30, 40 Gramm Fett auf einmal reinzuklatschen. Dann macht ihr euch eben den Döner selber und es dauert vielleicht 10 bis 15 Minuten. Ich habe gerade das Trainingsedit geschnitten. Hier wird es gerendert. Das war das nach der FIBO. Jetzt gibt es noch irgendwas für mich zu essen. Ich weiß nicht was. Hier diese Hefeteile oder ein paar von diesen Rosinendingern. Rosinenbrötchen natürlich, keine Rosinendinger. Mal schauen, was es wird. Ich muss noch tracken. Hier haben wir 4 Scheiben American Toast. Die sind ein bisschen größer. Dann haben wir noch 50 Gramm Mozzarella insgesamt auf den ganzen Toast verteilt. Ich esse jetzt eine ganze Dose Thunfisch. Ein bisschen von dem Thunfisch auf die Sandwiches gemacht, ungefähr die Hälfte. Und den Rest esse ich gleich einfach so eben. Und Zwiebeln habe ich noch drauf, 50 Gramm Miracle. Und auf einmal habe ich ein bisschen Ketchup. Warum gebe ich mir jetzt die Sandwiches? Ganz einfach, weil wir eigentlich Pizza bestellen wollten. Marc und ich haben angefangen Videos zu schneiden, dann wurde es schon ein bisschen später. Deswegen gibt es jetzt bei mir hier die Sandwiches. So sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall mega nice. Zack. Also Leute, ihr habt gesehen, wenn man sich die Kalorien für spät abends aufspart, kann man sich dann nochmal so dick das Essen gönnen. Ich habe mir jetzt gerade noch einen Döner gegeben, dann danach habe ich noch Sandwiches gegessen und dann habe ich noch eine Hefeschnecke gegessen und Haribo. Also Leute, es ist nicht so schwer, wie manche Leute denken, nur jetzt bis 20 Uhr habe ich gehungert, das war schon ein bisschen extrem, sonst warte ich immer so bis 17 Uhr oder so und dann esse ich aber nicht so viel auf einmal. Ich bin halt jetzt mega satt, deswegen werde ich morgen früh überhaupt gar keinen Hunger haben, weil die Kalorien, die ich jetzt zu mir genommen habe, werde ich auch morgen noch etwas verdauen. Das geht nicht so schnell, wie manche Leute denken. Das dauert schon ein paar Tage, bis man alles wirklich ganz bis zum Ende verdaut hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Und ich würde sagen, kann losgehen. Bis zum nächsten Mal. Ha.